Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe jetzt schon mal die Uhr ein bisschen vorgestellt, also halt schneller gemacht. Boom! Und ich werde die Pfeile brauchen. Wow, Blitze. Na komm! Hallo Hund! Ich kann den Hund hochheben und werfen, das ist voll lustig. Nur wo treffen wir uns? Kommt sie raus? Dann. Gleich kommt die Nacht des zweiten Tages. Wetten? Gleich ist es nämlich 6 Uhr abends. War die Fee gerade in meinem Kopf? Die kommt aus meinem Hut raus. Ja, die kommt aus meinem Hut raus. Nacht des zweiten Tages. Das verbleiben 36 Stunden. Cremia? Ah, da ist sie. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Ja. Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich über jede Gesellschaft. Warum lässt du dann deine Schwester nicht mitfahren? Süßes Pferd. Oder ist das ein Esel? Mit dem Holzrad. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch, aber das ist nicht immer einfach. Die Kühe wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Wer kann so etwas nur tun? Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju, übermorgen wird sie als Braut vor den Altar treten. Ach Mann. Okay, los geht's. Entschuldigung für die Unterbrechung. Oh, da ist abgesperrt. Warum ist da abgesperrt? Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Jetzt fahren wir nämlich durch Feindgebiet. Die Gorman-Brüder. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinem Fallen zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Weißt du, was du zu tun hast? Ja. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Da sind sie. Stirb! Geh weg! Nein. Ich habe das noch nie gekonnt. Ey, geh weg! Scheiße. Der Milchkrug ist kaputt. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft.
Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder seine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir, du warst großartig. Nein, ich habe einen Krug zerstört. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Ich habe eine Kuhmaske. Sie weist sich als Mitglied der exklusiven Milchballad aus. Yay! Nur eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nur an weniger erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Yay. So. Dann gehe ich mal zur Milchbar. Weil ich da noch etwas erledigen will. Heute nehme ich ein etwas kürzerer Part, weil ich gleich noch was erledigen muss. Da ist die Kuh. Hallo, kann ich schon rein? Och Mann, shit. Hallo, wer bist du? Ein Gormann. Egal. Der geht jetzt zur Milchbar. Oh Mann. Ich sollte den normalen Zeitfluss wiederherstellen. Es bringt sonst nichts. Und dann will ich nämlich ein bisschen Musik machen. Jawohl. Da läuft er schon wieder ganz normal. Hallo, ich bin ein Mitglied. Der darf jetzt schon rein? Das ist aber ganz schön fies. Hallo. Ich bin eine Kuh mit einem Schwert. Links sieht so komisch aus. Ha! Ich kann's immer noch. Jetzt ist die Bar geöffnet. Bist ein Mitglied, bitte tritt näher. Die Musik ist geil. Ich mach sie ein bisschen lauter. Willkommen, dem Wirt sprechen. Heute Nacht haben wir besonders gute Milch im Angebot. Möchten Sie vielleicht etwas Romani? Bevor der Mond zum letzten Mal über den Himmel zieht? Nein. Doch. Oh, ich hab... Ups. Ja. Hallo. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt und Telefon. Ich muss nur noch diesen Dialog zu Ende bringen. Dieses Lokal steht in dem Ruf, ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey du! Wirst du mir wohl zur Hand gehen? Jawohl. Okay, du spielst auch die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Okay, pass jetzt genau auf. Jawohl! Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? Okay, jetzt brauche ich die Dekomaske. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Jawohl. Okay, du spielst doch ein Blasinstrument. Stell dich vorne links ins Scheinwerferlicht hier hin.
Okay, pass jetzt genau auf. Ups. Okay. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an, dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? Ja. Jetzt brauche ich... Ups. Jetzt brauche ich... Grone. Hallo, ich bin ein Grone. Okay, du spielst doch Schlagzeug, stell dich ins hintere Scheinwerferlicht. In das kleine hier? Okay, pass jetzt genau auf. Okay. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an, dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? Ja. So, ich verwandle mich ein letztes Mal. Ups. Egal. Bam. Hallo, ich bin der Gitarrist, ich bin der Star der Band, weil ich liebe Gitarre und ich liebe diesen Zora. Okay, du spielst doch Gitarre, stell dich ins Scheinwerferlicht auf der rechten Seite. Okay, pass jetzt genau auf. Ups. Nochmal. Jetzt geht's los. Oh, das war großartig. Diese Melodie. Diese Melodie, sie bringt so viel Erinnerung zurück. Es ist ihr größter Erfolg, die Ballade vom Windfisch. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indiegogos damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stück kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Also steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne. Das würde ich gerne mit eigenen Ohren hören. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalszeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Wow, du hast die Maske des Zirkusdirektors erhalten. Diese Maske wirkt so traurig, dass durch ihren Anblick selbst ein Herz aus Stein erweicht werden kann. Okay, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ciao!